Hi, schön, dass du zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Nonbytes einschaltest. Auch heute geht es wieder um Lumina Neo. Es gab ein Update für das Programm. Wir sind jetzt in der neuesten Version 1.0.6. Bevor wir uns das Update im Detail anschauen, zwei kurze Infos. Wenn dir Lumina Neo gefällt und du sagst, du möchtest das Ganze gerne kaufen, unten in der Videobeschreibung findet sich ein Affiliate-Link. Wenn du das Programm über diesen Affiliate-Link kaufst, unterstützt du meinen YouTube-Kanal. Danke dafür. Die zweite Information, du siehst hier oben oder unten in den Ecken den Hinweis einer Dauerwerbesendung. Das heißt, Skylum ist so nett und stellt mir hier, während ich das aufnehme, eine Vorabversion des Updates zur Verfügung. Danke nochmal an Skylum für die Bereitstellung der Vorabversion. Das heißt, ich kann das Ganze hier ein paar Tage früher testen und dementsprechend dieses Video für euch aufnehmen und muss nicht bis zum Release warten. Einen entsprechenden Beitrag zum Update mit allen weiteren Informationen findest du übrigens heute auch auf meiner Webseite im Bereich des Blogs. Nun aber zum Update. Ich habe hier vier Beispielbilder. An diesen Beispielbildern möchte ich dir zeigen, wie die neuen Funktionen in Lumina Neo funktionieren. Und wir nehmen uns als erstes das erste Foto, das wäre dieses hier, gehen auf Bearbeiten. Was ist denn überhaupt neu in dem Update? Ganz einfach, wir haben ein Histogramm und die Masken sind überarbeitet worden. Wir haben die lineare Maske, wir haben die Radialmaske und ganz, ganz neu, wir haben die AI-Masken. Und wir werden uns heute Großteil des Videos mit den AI-Masken beschäftigen. Ich gehe auch auf die anderen Punkte ein. Wir fangen erstmal mit dem Histogramm an. Das Histogramm in Lumina Neo war ja bisher nicht vorhanden. Mit dem Update ist es jetzt in Lumina Neo eingezogen. Wo finden wir das Ganze? Relativ einfach. Ihr geht oben auf den Schriftzug Lumina Neo, klickt diesen einmal an, geht auf den Punkt Darstellung. Und dort findet ihr dann unten den Menüpunkt Histogramm anzeigen. Das klickt ihr einmal an. Und dann taucht das Histogramm an einer, wie ich finde, sehr guten Stelle auf. Nämlich hier oben. Und ist ein ganz normales Histogramm, wenn wir einmal auf das Histogramm draufklicken. Jetzt habe ich es. Können wir die verschiedenen Kanäle durchseppen. Ihr seht schon blau, grün, rot oder grau. Und wir haben auch hier die Marker, die uns anzeigen, ob wir ausgebrannte Bereiche haben oder ob wir schwarz abgesoffene Bereiche haben, was in diesem Fall mit den schwarz abgesoffenen Bereichen nicht mal stimmt. Wir haben nur ausgebrannte helle Stellen oben im Himmel. Wir können diese Marker entweder manuell mit der Maus, indem wir draufklicken, einmal ein- und ausschalten. Und eine Methode, die schneller geht, wir können das Ganze über einen Shortcut machen. Über den Shortcut J. Einmal J gedrückt auf der Tastatur und die Marker werden angezeigt. Nochmal drauf gedrückt und die Marker oder die Warnungen werden ausgeblendet. Jetzt kommen wir zu der größten Neuerung, und zwar zu den Masken. Dort hat sich wirklich einiges getan. Die Masken sind ja in jedem einzelnen Werkzeug vorhanden. Wir nehmen uns jetzt einfach mal das Werkzeug der Entwicklung. Wir klappen das auf. Ist übrigens hier die normale Entwicklung, da sich hier um ein JPEG handelt. Die Masken finden wir jetzt im Bereich Masken. Ist etwas sinnig, würde ich sagen. Wir haben das Menü etwas leicht umgebaut. Skylum hat leicht umgebaut. Und zwar, wir haben den Bereich Anpassungen. Das sind die ganz normalen Anpassungen, die wir aus Lumina Neo bereits kennen. Wenn wir auf den Bereich Masken klicken. Kurze Anmerkung dazu zum neuen umgebauten Menü. Ich finde persönlich, dass das Ganze jetzt schneller erreichbar ist als vorher. Das kurz dazu. Dann haben wir hier neue Möglichkeiten. Altbekannte Möglichkeit
ist der Malpinsel. Neue Möglichkeit sind die linearen Masken. Die Radialmasken sind jetzt auch endlich dabei. Und ganz, ganz neu die AI-Masken oder die das AI-Masking, wie es im Englischen heißt. Wir beschäftigen uns erstmal mit dem AI-Masking. Aber bevor wir das tun, haben wir hier unten noch einen Punkt. Maskenaktion, beziehungsweise erweiterte Einstellungen könnte man auch dazu sagen. Hier haben wir weitere Möglichkeiten. Wir können füllen, löschen, invertieren. Das heißt, wir können die Maskierung umdrehen. Wir können kopieren, einfügen und wir können anzeigen. Anzeigen in dem Fall mit den Masken oder bei den Masken ist folgendes. Wir können die Maske dauerhaft einblenden oder ausblenden. Das heißt, die Maske wird entweder dauerhaft angezeigt oder eben nicht. Wenn wir jetzt auf den Bereich AI Masking klicken, dann fängt Luminar Neo an zu arbeiten. Ihr seht, das Bild wird leicht unscharf, es wird grau, es kommt eine kurze Animation. Luminar Neo ist jetzt hingegangen und hat versucht, das Foto zu analysieren, zu gucken, was ist auf dem Foto zu sehen. Wir sehen, das Ganze hat funktioniert. Luminar Neo hat Sachen erkannt. Kurz dazu, was Luminar Neo in der aktuellsten Version mit AI Masking erkennen kann. Also, Luminar Neo erkennt Menschen, Himmel, Flora, Architektur, Wasser, normalen Boden, künstlich, also natürlichen Boden, künstlichen Boden, sowie noch ein paar andere Sachen. So, wir werden jetzt einfach mal den Punkt Wasser auswählen. Wir klicken den einfach an. Einfach den Begriff anklicken und dann seht ihr, was maskiert worden ist. Und wir sehen, das klappt sehr gut. Er hat Wasser erkannt. Auch wenn das Ganze nicht so in der Schärfe liegt, erkennt er, dass es sich um Wasser handelt. Er hat kleinere Fehlbereiche. Wir sehen das hier zum Beispiel. Wir sehen das hier. Kleinere Bereiche, die er falsch zugerechnet hat, würde ich jetzt mal sagen. Auch hier unten der Bereich stimmt nicht so ganz. Ich glaube, hier im Holz hat er auch ganz leicht mitmarkiert. Wenn wir das Wasser ausschalten und wir zum Menschen gehen, also den Begriff Human anklicken, warten wir kurz und wir sehen, er hat den Menschen, in dem Fall mich selber und meinen Hund, hat er erkannt. Problem an der Sache, er hat den Hund erkannt und das ist falsch, das ist aber kein Problem. Wenn wir jetzt eine Auswahl haben, mit der wir zufrieden sind, können wir einfach auf den kleinen Pfeil klicken und sind zurück in der Maskenauswahl. Wir gehen jetzt einfach in die Maskenaktion, können die Maske löschen, invertieren oder in meinem Fall möchte ich die Maske einfach nur anzeigen und das dauerhaft. Ich klicke auf Anzeigen. Jetzt wird mir die Maske dauerhaft angezeigt. Die wird erst wieder ausgeblendet, wenn ich das Anzeigen ausschalte. Wir können die Maske auch invertieren, das zeige ich auch mal kurz. Jetzt ist sie, wie gesagt, auf mich und meinen Hund fixiert. Wir drehen das Ganze einmal um. Jetzt ist das Ganze auf den kompletten Hintergrund ausgelegt. Könnte man auch machen. Man kann durch das Invertieren auch sehr viel Zeit sparen. So. Jetzt möchte ich allerdings den Hund aus der Maskierung rausnehmen. Was mache ich? Relativ einfach. Wir nehmen uns den Pinsel, also die Pinselmaske, stellen das Ganze auf Radieren. Ich stelle mir die Pinselspitze entsprechend ein. Nehme die Weichheit ein bisschen raus. Zoome ein bisschen, stärker können wir noch ins Bild reinzoomen. Jetzt drücke ich die Leertaste, um zum entsprechenden Bereich hinzuzoomen. Oder das Ganze zu verschieben, eher gesagt. Und jetzt nehme ich ganz einfach, indem ich hier male, den Hund aus der Maskierung raus. Ihr seht, das Ganze klappt ganz gut.
So, ich werde das Ganze mal eben vollenden. Also, wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt habe ich die Maske fertig und habe das Ganze noch ein kleines bisschen angepasst, etwas genauer gemacht. Und wir sehen, wir haben jetzt in der Maske nur noch die Person und den Hund und Teile vom, vom Untergrund haben wir noch mit rausgenommen aus der Maske. Und dann können wir jetzt auch aus dem Pinselwerkzeug rausgehen und wir können auf das Anpassen gehen und wir können jetzt entsprechend unsere Anpassung machen und die werden jetzt aber nur auf die Person angewendet. Alles andere wird nicht berücksichtigt. Können die Belichtung ein bisschen runternehmen. Ganz normale Bearbeitung können wir jetzt vornehmen. Wir kennen es, wir können sagen, wir möchten schärfen. Ich übertreibe es mal. Ist ja nur ein Beispielfoto. Und dann können wir das Ganze schließen. Können wir uns einmal vorher, nachher angucken. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Vorher, nachher. So. Das sind im Prinzip die neuen AI Masking Funktionen. So funktioniert das Ganze im Grunde. Und wir können uns das kurz nochmal bei anderen Fotos ansehen, bei denen das Ganze gut funktioniert. So wie bei dem ersten Foto. Und bei zwei Fotos, wo es nicht so gut funktioniert. Wir schauen uns jetzt einfach mal dieses Foto noch kurz an. Gehen hier kurz auch nochmal in die Entwicklung rein und sehen, dass das Ganze jetzt bei der RAW-Entwicklung nicht zur Verfügung steht. Das heißt, wir können hier, wenn es sich um ein RAW-Foto handelt, keine Maske bei der Entwicklung einsetzen. Gehen wir mal ins Verstärken. Da wiederum geht's. Also bei RAW-Fotos, Maskierungen klappen nicht im Entwickeln-Modul, sondern nur bei den normalen Werkzeugen. Wir nehmen einfach mal Verstärken, gehen auf Maskieren, AI Masking, lassen ihn kurz analysieren. Dauert jetzt in dem Fall ein bisschen länger. Und hier hat er auch wieder entsprechende Sachen erkannt. Wir sagen einfach mal, wir möchten das Wasser haben. Und dann sehen wir, dass er das Wasser ziemlich gut erkannt hat. Er hat die Maske relativ gut gemacht. Wir sehen, er hat auch hier wieder Bereiche mitgenommen, die nicht zum Wasser gehören. Vor allen Dingen hier in dem Bereich sieht man es ganz, ganz stark. Aber man kann das ja einfach mit dem Pinsel entfernen. Die Bereiche, die nicht stimmen, das geht. Dann springen wir mal kurz weiter und zwar zum nächsten Foto und auch hier schauen wir mal, wie gut er dieses Foto erkennt. Maskieren, AI Masking. Und wir sagen einfach mal, wir möchten auch hier das Wasser finden und hier hat er etwas weniger Fehler. Er hat das Wasser markiert oder maskiert. Er hat Teile des Eisbären hier unten mitgenommen. Hier im Fell hat er Teile mitgenommen. Also bei der Maske müsste man noch ein bisschen nacharbeiten. Aber im Grunde macht er schon einen guten Job. Dann springen wir mal zu einem Bild, wo das Ganze überhaupt nicht funktioniert. Und zwar zu diesem Naturbild. Wir haben hier ein Blatt in leichter Unschärfe. Masken, AI Masking. Auch das analysiert er eben. Ist fertig. Wenn wir hier auf Flora klicken,
dann sehen wir, dass er hier fast gar nichts maskiert. Er hat hier oben ganz, ganz leicht einen Bereich. Er hat hier einen Bereich, den er maskiert. Ansonsten kann ich hier keine weitere Maskierung erkennen. Also das klappt in dem Fall überhaupt nicht. Da müsste man dann das Ganze manuell maskieren mit dem Pinsel. Also, wie gut klappt denn jetzt die AI-Geschichte im Bereich Maskieren? Klappt das Ganze gut oder nicht gut? Ich persönlich muss sagen, wenn es um die Sachen geht, die er eben erkennt, das sind in dem Fall aktuell 9 Elemente, die Lumina Neo erkennt, wenn es um AI Masking geht, er erkennt Wolken, Wasser. Die Wolken können wir hier auch nochmal eben kurz zeigen. Geht ja relativ schnell. Also, wie gesagt, die Sachen, die 9 Elemente, die Neo hier im AI Masking erkennt, die klappen auch wirklich gut. Wir sehen, er hat den Himmel ziemlich gut maskiert. Bin überrascht. Wow. Ja, wir sehen, das Ganze klappt, wie gesagt, sehr gut, wenn es um die Elemente geht, die 9 Elemente, die er eben kennt. Das Ganze klappt nicht so gut, wenn es um Tiere allgemein geht, um Statuen oder wenn es um Blumen, also um Natur geht. Das erkennt er nicht oder noch nicht. Vielleicht wird das ja in einem späteren Update noch nachgeliefert. Schauen wir uns mal an, wenn es soweit ist. Kommen wir zum Fazit. Wie ist das Update? Ist es ein gutes Update oder ist es kein gutes Update? Ich persönlich würde sagen, es ist ein gutes Update. Wir haben immerhin jetzt die anderen Maskentypen noch mit dabei. Wir haben die Pinselmaske, also die Malmaske, die kennen wir schon. Wir haben den linearen Maskierung, wir haben die radiale Maskierung und wir haben eben die AI-Maske. Wir haben eben die AI-Maske, Entschuldigung, die bei entsprechenden Elementen sehr gut funktioniert. Ansonsten macht man das Ganze halt manuell. Wir haben ja 3 Möglichkeiten, wie wir es manuell machen können jetzt. Für mich passt die Maskierungsgeschichte hier gut mit rein. Das Histogramm ist eine nette kleine Ergänzung, auf die viele Leute mit Sicherheit gewartet haben. Und ja, ich würde sagen, dass es das für das heutige Video schon gewesen ist. Ich hoffe, das Ganze war hilfreich. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen. Wenn dem so sein sollte, kannst du gerne einen Daumen nach oben da lassen oder auch gerne ein Abo. Wie gesagt, wenn dir Lumina Neo gefällt und du das Ganze kaufen möchtest, kannst du das Ganze gerne über meinen Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung erwerben. Wenn du das über diesen Link kaufst, bekomme ich eine kleine Provision. Wenn du Lumina Neo 30 Tage lang testen möchtest, hast du dazu auch die Gelegenheit. Denn Lumina Neo liegt in einer 30-tägigen Testversion auf der Webseite von Skylum vor. Nun, wie gesagt, danke fürs Zusehen und wir sehen und hören uns beim nächsten Video. Ciao.